Hallo und herzlich willkommen zu Depot Diary. Heute möchte ich euch aus 10 verschiedenen Branchen je eine Dividendenaktie vorstellen. Aktien, die in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt haben, dass sie sich in ihrer Branche am Markt behaupten konnten und darüber hinaus auch eine Dividende ausschütten. Und wenn ihr interessiert daran seid, dass aus diesem Video vielleicht sogar eine Rubrik wird, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und dann mache ich gerne noch mehr Videos dieser Art, in denen ich zu den einzelnen Branchen dann noch weitere Unternehmen vorstelle. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr für eine Branche einen bestimmten Aktienwunsch habt, dann nehme ich diese gerne mit in die Vorstellung auf. Die 10 Branchen, um die es heute geht, sind die Bereiche Transport, Finanzen, Konsumgüter, Energie, Chemie, Software, Pharma, Immobilien, Halbleiter und zyklischer Konsum. Und bevor wir jetzt mit der ersten Branche und dem ersten Wert loslegen, bleibt mir noch zu sagen, dass wenn du neu bist hier auf dem Kanal, herzlich willkommen und abonniere Depot Diary doch gerne, dann kann ich weiter wachsen und du verpasst zukünftig kein Video mehr. Los geht's mit dem Bereich Transport und da fangen wir an mit United Parcel Service. Ist den meisten von euch wahrscheinlich bekannt, ein US-amerikanisches Paketdienstunternehmen, das sich aber nicht nur auf den amerikanischen Kontinent beschränkt, sondern unter anderem auch in Deutschland tätig ist. Deutschland war auch das erste Land, in das United Parcel Service expandiert hat. 1976 hat UPS in Neuss die erste Niederlassung außerhalb der USA eröffnet. Und wenn wir hier mal einen Blick auf den Chart werfen, dann sehen wir, dass sich das Unternehmen langfristig wirklich sehr gut entwickelt hat. Es hat hier über die Jahre wirklich einen schönen Aufwärtstrend gegeben. Und aus diesem Aufwärtstrend ist das Unternehmen nochmal nach oben ausgebrochen hier zu sehen und läuft ja jetzt seit dem Sommer 2020 seitwärts und hat hier so bei $220 einen oberen Widerstand ausgebildet. Und hier unten bei $155 hat sich eine Unterstützung ausgebildet. Und wenn wir mal auf die Kennzahlen von UPS schauen, dann sehen wir, dass wir da eine doch recht hohe Dividendenrendite haben von 3,17% aktuell. Und sollte das Unternehmen die Dividende in den nächsten 10 Jahren ähnlich erhöhen wie in den vergangenen 10 Jahren, dann würde man, sofern man denn jetzt einsteigen würde, im Jahr 2033 eine Dividendenrendite von 7,1% erwarten können. Die Ausschüttungsquote lag zuletzt bei 46% und war in der Historie eigentlich auch immer sehr stabil, mit Ausnahme von 2020. Da ist sie mal auf über 260% hochgeschnellt in diesem einen Jahr. Und das hat dann auch diese historische Ausschüttungsquote auf über 80% angehoben. Aber wie gesagt, in der Regel liegt die Ausschüttungsquote bei UPS bei deutlich unter 80%. 2021 lag sie dann zum Beispiel sogar nur bei 28% und zuletzt, wie gesagt, 46%. Der Umsatz ist in den letzten 12 Monaten um 3,1% gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In der Historie konnten sogar 6,5% Umsatzwachstum pro Jahr erzielt werden. Bei der Nettomarge sieht es sogar noch ein bisschen besser aus. Da lag der Reingewinn zuletzt bei 11,5%. Und das ist mehr als das, was UPS im Schnitt der letzten 10 Jahre an Nettomarge erreichen konnte. Da liegt der Wert bei 7,3%. Und so wie UPS im Jahr 2020 eine besonders hohe Ausschüttungsquote hatte, so hatte es dann auch ein entsprechend hohes Kursgewinnverhältnis mit über 100 im Jahr 2020. Deswegen ist auch der historische Wert beim KGV deutlich höher als der aktuelle. Der beträgt 14,8 und auf die letzten 10 Jahre gerechnet eben 30,3. Würde man dieses eine Jahr rausrechnen, wäre der historische Wert beim KGV noch deutlich geringer als 30. Ja, und dann kommen wir zum Bereich Finanzen. Da möchte ich euch die Investmentbank JP Morgan vorstellen, beziehungsweise JP Morgan Chase, wie der volle Name des Unternehmens ist. Das Unternehmen ist die größte Bank der USA, nicht zuletzt, weil im Jahr 2000 die Chase Manhattan Bank und eben JP Morgan fusionierten. Und es gibt ja einige Finanzstimmen, die behaupten, dass JP Morgan die beste Bank der Welt ist. Und wenn wir uns hier mal den Chart seit der Finanzkrise 2009 anschauen, dann zeichnet zumindest der Kursverlauf ein sehr positives Bild von dem Unternehmen. Wir sehen hier einen sehr schönen langfristigen Aufwärtstrend, der immer mal wieder getestet wurde, hier zu Zeiten von Corona zum Beispiel. Hier gibt es eine ganz schöne Unterstützungslinie, die aber, wie man sieht, auch immer mal nach unten durchbrochen werden kann. Und zuletzt gab es hier sehr positive Zahlen, die dann auch nochmal der Aktie zu einem Kurssprung verholfen haben, von knapp unter 130 auf aktuell $140. JP Morgan zahlt eine Dividendenrendite von 2,85% auf den aktuellen Kurs. Und die Dividendensteigerungen bei der Bank sind schon sehr beachtlich.
sollte auch in den nächsten Jahren die Dividendensteigerung so weitergehen wie in den letzten 10 Jahren, dann hätte man 2033 eine Dividendenrendite von über 10% auf das eingesetzte Kapital. Die Ausschüttungsquote ist sehr niedrig mit 30% und entspricht auch in etwa der historischen Quote. Der Umsatz konnte zuletzt um 5,7% gesteigert werden gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und das Jahr war ein sehr starkes Jahr, wenn man das mal mit der historischen Umsatzentwicklung vergleicht. Da liegt der Wert bei 2,9%. Die Nettomarge ist schon sehr stattlich, auch im Branchenvergleich mit knapp 30% zuletzt. Und die ist traditionell so hoch bei JP Morgan Chase, wie wir hier mit einem Blick auf den Durchschnitt der letzten 10 Jahre sehen. Das KGV ist aktuell auch niedriger als der Durchschnitt der letzten 10 Jahre, denn der liegt bei 12,7. So, nächste Branche, nächster Wert. Kommen wir zu einem klassischen Konsumgüter. Diageo ist ein weltweit tätiger Hersteller von alkoholischen Getränken. Das britische Unternehmen hat seine Hauptabsatzmärkte in Europa und Nordamerika mit insgesamt über 70% des Umsatzes. Und wie wir hier im Chart sehen, hat sich auch der Wert über die Jahre sehr schön entwickelt. Aktuell sind wir hier seit 2022 in einer Seitwärtsbewegung. Und innerhalb dieser Seitwärtsbewegung haben wir hier so einen kleinen Abwärtstrend, der gerade getestet wird. Bei der Dividendenrendite liegen wir aktuell bei knapp unter 2%. Im Gegensatz zu JP Morgan Chase ist das Dividendenwachstum hier nicht ganz so stark. In 10 Jahren würde hier die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital bei 3,4% liegen, sofern denn Diageo weiterhin die Dividende so steigert wie in der Vergangenheit. Die Ausschüttungsquote liegt bei 47% aktuell und liegt damit nochmal unter der Quote der letzten 10 Jahre. Das vergangene Jahr war ein sehr gutes Jahr für Diageo mit einem Umsatzwachstum von über 10%. Und das sieht man hier auch bei der Historie, denn da hat es das Unternehmen nur geschafft, ein Wachstum von 1,8% pro Jahr zu erzielen. Die Nettomarge ist sehr stabil mit gut 21%, sowohl aktuell als auch im Vergleich der letzten 10 Jahre. Und das KGV liegt im Moment bei 24,7 und ist damit nochmal knapp 4 Punkte unterhalb des historischen KGVs. Jetzt wechseln wir mal zum Bereich Energie. Da möchte ich euch Ørsted vorstellen, ein dänisches Unternehmen, das vor allem Offshore-Windanlagen betreibt. In dem Bereich ist das Unternehmen auch Weltmarktführer. Und der Bereich Energiewirtschaft ist ja im Moment so ein bisschen Branche der Stunde. Alle Welt und vor allem in Deutschland wird überlegt, wie man schnellstmöglich von den fossilen Energien wegkommt und zu Erneuerbaren wechselt. Und in diesem Bereich ist Ørsted ein ganz großer Player. Und wenn wir uns hier mal den Chart anschauen, dann sehen wir, dass von 2017 bis Ende 2020 es einen rasanten Aufstieg gab. Seitdem geht es in etwa im gleichen Tempo dann aber auch bergab. Ob und wann dieser Abwärtstrend endet, steht in den Sternen. Jeweils haben wir hier so eine leichte Unterstützung in diesem Bereich, der auch erst kürzlich getestet wurde und davon abgeprallt ist. Bei einem Blick auf die Zahlen sehen wir, dass Ørsted 2,24% Dividende ausschüttet und die Dividenden werden auch noch nicht über 10 Jahre ausgeschüttet. Ørsted hat erst im Jahr 2016 angefangen, Dividenden auszuschütten. Zuletzt betrug die Ausschüttungsquote 36% und lag damit in etwa im Mittel der letzten 7 Jahre. Was den Umsatz angeht, so schwankt dieser sehr stark über die einzelnen Jahre. Das hängt dann unter anderem mit Großaufträgen zusammen, die realisiert wurden. So konnte in den letzten 12 Monaten ein Umsatzzuwachs von fast 92% gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt werden. Geglättet über die 10 Jahre konnte Ørsted seinen Umsatz um jeweils 12,8% pro Jahr steigern. Die Nettomarge betrug zuletzt 12,3% und liegt damit knapp unter dem historischen Vergleich von 13,5%. Das KGV liegt bei 17,5. Und ist aktuell schon deutlich günstiger als das, was das Unternehmen im Schnitt der letzten 7 Jahre wert war. Da beträgt der Wert 23,5. Ja, dann schauen wir uns mal die nächste Branche an und wechseln in den Bereich Chemie. BASF ist der größte Chemiekonzern der Welt, zumindest gemessen am Umsatz. Bei BASF ist es so, dass man den Chart schon wirklich sehr langfristig betrachten muss, um wirkliche Kursgewinne zu erkennen. Und selbst dann hat sich nicht allzu viel getan. Ihr Wert zur Jahrtausendwende bei ungefähr 20, 22 eingestiegen ist, kann sich 23 Jahre später über etwas mehr als 100% Kursgewinn freuen. Im Prinzip sind wir hier seit 2007 in einer
sehr breiten Seitwärtsbewegung und hier jetzt seit 2018 eigentlich in einer Abwärtsbewegung. Aktuell pendelt der Wert um die 50 Euro und mit einem Blick auf die Zahlen sehen wir, dass BASF aktuell wirklich eine sehr hohe Dividende ausschüttet mit 6,72%. Der Chemiekonzern konnte die Dividende in den letzten Jahren auch steigern oder zumindest das Niveau halten. Auf 10 Jahre gerechnet würde man eine Ausschüttung von 9,2% erhalten, sollte das Unternehmen seine Dividendenpolitik weiterhin so gestalten. Die Ausschüttungsquote lag im letzten Jahr bei 55%. Der historische Vergleich bei der Ausschüttungsquote hinkt hier ein bisschen, weil das Unternehmen in den letzten Jahren nicht immer in der Lage war, einen Gewinn zu erzielen. Und die 66% sind hier nur auf die Jahre berechnet, in denen BASF eine positive Nettomarge hatte. 2020 und 2022 war das Ergebnis bei BASF negativ. Der Umsatz konnte zuletzt um 11,1% gesteigert werden, was ein deutlich besseres Ergebnis ist als der historische Durchschnitt. Die Nettomarge war, wie gesagt, 2022 negativ mit 0,7%. Und wo kein Gewinn ist, dementsprechend natürlich auch kein Kursgewinnverhältnis, das aktuell negativ ist. Und im historischen Vergleich hat BASF ein KGV von 13,4. Dann wechseln wir mal von der Chemiebranche zur Softwarebranche. Da möchte ich euch Oracle vorstellen, das ja besonders für seine Datenbanksysteme bekannt ist. Der Konzern hat sich in den letzten Jahren sehr schön entwickelt, war jetzt keine Technologierakete, aber trotzdem sieht der Chart auch sehr schön aus. Es gibt hier so einen langfristigen Aufwärtstrend und auch aktuell ist der Wert nahe seinem Allzeithoch. Hier bei ungefähr 100 Dollar gibt es dann doch einen Widerstand und davon ist der Kurs aktuell nicht weit entfernt. Und Technologie muss ja nicht unbedingt heißen, dass man deswegen keine Dividenden ausschüttet, ähnlich wie Apple oder Microsoft. Zahlt auch Oracle seinen Aktionären eine Dividende, die aktuell bei 1,44% liegt. Und wenn es Oracle schafft, seine Dividenden auch in den nächsten 10 Jahren so auszuschütten wie bisher, würde die Rendite auf das eingesetzte Kapital 6,78% betragen. Die Ausschüttungsquote ist ja bei den Technologieunternehmen tendenziell gering. Auch bei Oracle liegt sie unter 50%. Im Schnitt der letzten 10 Jahre wurde gut ein Drittel des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet. Der Umsatz konnte zuletzt um 14,7% gesteigert werden und bei der Historie sehen wir hier, dass der Wert mit 1,4% doch sehr niedrig ist. Da sieht es dann bei der Nettomarge schon deutlich besser aus. Hier sind wir wieder im zweistelligen Bereich. Der Gewinn konnte zuletzt um 17,5% gesteigert werden und auf 10 Jahre gerechnet liegt die Gewinnsteigerung pro Jahr bei 24,6%. Das KGV ist aktuell bei 31,4 und wie wir es gerade ja auch schon im Chart gesehen haben, ist Oracle nahe seinem Allzeithoch und das durchschnittliche KGV liegt bei knapp 23. So, und weiter geht's mit der Pharmabranche und Pfizer. Pfizer ist ja ein absoluter Pharma-Riese. Der Konzern stellt ja eines der bekanntesten Medikamente der Welt her. Und was Aspirin für Bayer ist, ist wahrscheinlich Viagra für Pfizer. Auch wenn dort die Patentrechte längst abgelaufen sind. Und zuletzt konnte ja in Zusammenarbeit mit BioNTech auch einer der Corona-Impfstoffe entwickelt werden. Das Unternehmen hat übrigens auch einen deutschen Ursprung. Der Gründer des Unternehmens hieß Karl Pfitzer aus Ludwigsburg, der den Konzern 1849 in New York ins Leben gerufen hat. Pfizer hat sich in den letzten Jahren auch sehr schön entwickelt, ist sicher auch kein Überflieger, aber doch eine sehr solide Entwicklung, die der Kurswert genommen hat. Wir sind hier in einem sehr leichten, langfristigen Aufwärtstrend, wo der Wert gerade dabei ist, hier so eine untere Unterstützung zu testen, die bei knapp unter 40 Dollar liegt. Was die Bewertung angeht, ist Pfizer aktuell sehr günstig. Wenn wir mal auf das KGV hier rechts schauen, sind wir bei 7,3. Da liegt der historische Wert nochmal mehr als 10 Punkte höher mit 17,6. Die Dividende ist auch sehr hoch mit über 14% aktuell auf den Kurswert. Und die Ausschüttungsquote liegt bei 29%. Die hohe Ausschüttungsquote historisch betrachtet mit 86% hat seinen Ursprung in den Jahren 2018 und 2020. Da wurde deutlich mehr ausgeschüttet, als das Unternehmen verdient hat, mit 213 bzw. 129% in den beiden Jahren. Und das hat die Ausschüttungsquote ebenso hochgedrückt. Der Umsatz konnte zuletzt um über 20% gesteigert werden. Im historischen Vergleich liegen wir dabei knapp unter 10%. Die Nettomarge ist sehr stark mit über 30% zuletzt. Und auch auf die letzten 10 Jahre gerechnet liegt sie bei über 27%. Und das KGV, wie gesagt, bei 7,3 aktuell. Der nächste Wert ist ein Unternehmen aus dem Bereich Immobilien, genauer gesagt ein Real Estate Investment Trust.
Equinix ist ein Anbieter von Rechenzentren, ähnlich wie zum Beispiel Digital Realty Trust. Der Wert hat sich extrem gut entwickelt in den letzten Jahren. Man sieht hier einen sehr schönen Aufwärtstrend. Hier gab es so eine Unterstützung bzw. Widerstand, der im vergangenen Jahr einmal getestet wurde. Aktuell liegt der Wert bei $712 und ist damit gar nicht so weit entfernt vom All-Time-High. Equinix schüttet knapp 1,8% Dividenden aus. Die Ausschüttungsquote ist mit knapp unter 50% sehr konstant, auch über die letzten 10 Jahre. Der Umsatz wuchs zuletzt mit 9,5%, was etwas weniger war als der historische Durchschnitt, der bei 14,6% liegt. Bei der Nettomarge ist es umgekehrt, da konnten zuletzt 9,7% Gewinn erzielt werden, was deutlich besser ist als der Schnitt über die letzte Dekade. Und der Price to FFO, das ist die Kennzahl, die man bei den REITs benutzt anstelle des KGVs, da liegt der Wert bei 26,8, was knapp unter dem Durchschnitt liegt der vergangenen 10 Jahre. Da hatte Equinix durchschnittlich einen Wert von 28,9 pro Jahr. Ich persönlich habe Digital Realty Trust in meinem Depot und im Nachhinein ärgere ich mich fast ein bisschen, dass ich mich da nicht für Equinix entschieden habe. Zwar ist die Dividendenrendite bei Digital Realty Trust deutlich höher, aber die Entwicklung des Unternehmens scheint mir doch hier bei Equinix etwas solider zu sein. Aber mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. So, und dann kommen wir von den Immobilien zu den Halbleitern. Qualcomm, das ist auch ein Wert, den ich aktuell im Depot habe. Der Halbleiterhersteller hatte in den letzten Jahren eher eine moderate Aufwärtsbewegung, was den Kurs angeht, ist aber dann im Jahr 2020 nochmal ordentlich nach oben ausgebrochen und ist hier aktuell in so einer Seitwärtsbewegung, wo ich aber doch recht zuversichtlich bin, dass er sie früher oder später nach oben verlässt. Aktuell haben wir hier einen Kurswert von knapp $118. Die Dividendenrendite liegt bei knapp 2,6% aktuell und in 10 Jahren könnte man sich über eine Dividendenrendite von über 7% freuen, wenn Qualcomm denn weiterhin so wächst und das Unternehmen seine Dividendenerhöhung in den kommenden Jahren wie in der Vergangenheit beibehält. Die Ausschüttungsquote lag zuletzt bei 28% und liegt im historischen Durchschnitt bei 55%. Der Umsatz konnte um 19,2% gesteigert werden, was fast doppelt so viel ist, wie Qualcomm im Schnitt der letzten 10 Jahre erreicht hat. Die Nettomarge ist mit 27,4% auch sehr ordentlich und nochmal besser als im historischen Vergleich. Da liegt sie bei knapp unter 19%. Das KGV aktuell auch eher günstig mit 11,4. Da haben wir als Vergleich den historischen Durchschnitt mit 19,2. Und last but not least kommen wir von den Halbleitern zum zyklischen Konsum. Und da kommen wir mit Adidas auch nochmal zu einem deutschen Unternehmen. Der Konzern hat ja zuletzt turbulente Zeiten erlebt, was man hier auch deutlich am Chartverlauf sieht. Es gibt ja mittlerweile mit Björn Gulden einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der ja schon Puma erfolgreich geführt hatte. Und hier sehen wir, dass Adidas zuletzt einen ordentlichen Absturz hingelegt hat. Von 300 Euro auf unter 100 Euro ist der Wert gefallen, aber jetzt konnte zuletzt zumindest ein Teil davon wieder gut gemacht werden. Aktuell liegt der Wert bei 163 Euro. Da sind wir hier aber auch in so einer Widerstandszone, wie wir hier sehen. Die Dividendenrendite beträgt aktuell gut 2%. Die Ausschüttungsquote ist aufgrund der schlechten Zahlen auf über 260% gestiegen. Wenn wir diesen Wert mal rausnehmen, dann haben wir im historischen Vergleich eine Ausschüttungsquote von 38%. Der Umsatz konnte zuletzt um 6% gesteigert werden, was etwas besser ist als die Umsatzsteigerung im Schnitt der letzten 10 Jahre. Die Nettomarge betrug 2,7% und liegt damit unter dem Durchschnitt der Historie, der bei 5,4% liegt. Das KGV aktuell mit 49,3 recht sportlich, was es aber mit 38,3 im historischen Vergleich auch schon in den letzten 10 Jahren war. Ja, das waren soweit die 10 Branchen mit den 10 beispielhaften Unternehmen dazu. Hier nochmal ein kleiner Vergleich, was die Dividendenrendite der Unternehmen angeht. Und schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob und welche Branche du aktuell favorisierst, von welcher du glaubst, dass sie sich in den nächsten Monaten am besten entwickeln wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr zukünftig mehr davon sehen wollt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das gerne. Dann kann Depot Diary weiter wachsen und du verpasst kein Video mehr. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Investieren und bis zum nächsten Mal.